Herzlich willkommen bei SIP Electric. Heute kümmern wir uns mal um das Thema E-Bike-Tuning. Und wenn ihr überhaupt keine Ahnung bisher habt, wie funktioniert das Ganze, was ist erlaubt und was nicht und was sind die Unterschiede, seid ihr hier genau richtig. Und jetzt starten wir durch als erstes mit, welche E-Bikes gibt es denn überhaupt? Wenn man heutzutage von einem E-Bike spricht, meint man normalerweise ein Pedelec 25. Pedelec heißt, der Motor unterstützt beim Treten mit und unterstützt bis 25 km/h. Dann ist die Motorunterstützung weg und man kann nur noch selbst weiter treten. Es gibt die sogenannten S-Pedelecs, die gehen bis 45 km/h. Man braucht aber eine Versicherung und einen Führerschein und es existiert eine Helmpflicht. Deswegen ist der Anteil an zugelassenen S-Pedelecs relativ gering. Und die meisten Leute haben sowas hier. Das ist ein sogenanntes Pedelec 25, heißt, riegelt bei 25 km/h ab. Und mittlerweile hat sich bei der Motorentechnologie sehr viel getan. Was haben wir denn grundsätzlich für Anbieter? Die größten sind mit über 50% Marktanteil ist Bosch bei den Motoren. Es gibt zum Beispiel auch Giant, Brose, Barfang und noch viele andere, die ihre eigenen Motorensysteme haben. Für alle gibt es übrigens Tuning-Module. Früher hatte man unterschiedliche Antriebsweisen oder Antriebsräder. Heutzutage werden fast alle guten E-Bikes, in alle guten E-Bikes werden Mittelmotoren verbaut. Früher hatte man einen Heckantrieb oder einen Frontantrieb. Das hier ist ein typischer Fall von einem Mittelmotor und so sind die modernen E-Bikes heute in der Regel aufgebaut. Wie funktioniert jetzt E-Bike-Tuning? Wenn du heute mit einem E-Bike unterwegs bist, dann kriegst du eine Motorunterstützung bis 25 km/h. Das heißt, der Motor unterstützt sich bei jeder Umdrehung und ab 25 km/h hört der Motor auf, das ist so vorgeschrieben, und man tritt nur noch manuell weiter. Deswegen ist es sehr schwer, schneller zu werden in dem Zustand. Das ist der Grund, warum es E-Bike-Tuning-Module gibt. Und das ist auch der Grund, warum sie illegal sind, weil diese Trittunterstützung über 25 km/h eben nicht erlaubt sind. Und genau aus dem Grund haben die Hersteller der E-Bike-Tuning-Module ganz viele kreative Ideen entwickelt, um diese Teile zu verstecken, nicht sichtbar zu machen, ausschalten zu können und sie unsichtbar zu verbauen. Und welche Möglichkeiten es gibt, das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Module anschauen, dann muss man wissen, wie dieses ganze System funktioniert. Also einfach gesprochen ist es so, es gibt einen Geschwindigkeitsabnehmer bei jedem E-Bike. Also hier ist jetzt zum Beispiel ein Magnet in der Bremsscheibe drin und es gibt einen Geschwindigkeitssensor, der hängt hier hinten dran. So, der schickt die Geschwindigkeit an den Motor und die Motorsteuerung und ans Display und die gesamte Elektronik und Steuereinheit weiß, wie schnell ich gerade unterwegs bin und riegelt ab 25 km/h ab. Das heißt, die Trittunterstützung funktioniert nicht weiter. Alle Tuning-Module funktionieren so, dass eine andere Geschwindigkeit vorgegaukelt wird. Und jetzt gibt es quasi drei verschiedene Lösungen, dieses System zu manipulieren, so nenne ich es jetzt mal. Die einfachste ist der sogenannte Dongle. Ein Dongle ist nicht an die Bordelektronik angeschlossen und wird hier über den Geschwindigkeitssensor, der ist jetzt bei dem Bike relativ schwer sichtbar, weil die Bremsscheibe so nah dran ist, wird drüber geschoben und der gibt dem Magneten ein anderes oder über den Magneten ein anderes Signal und halbiert es oder drittelt es und schickt diese Information nach vorne. Das Bike denkt bei 10 km/h, es fährt 5 km/h, weil er es halbiert hat, die Geschwindigkeit, und beschleunigt weiter. Und wenn er bei 25 km/h ist, signalisiert ihm der Dongle, ich fahre nur 12,5, ich kann also weiter beschleunigen. So ein Dongle hat neben dem, dass er die Geschwindigkeit erhöhen kann, über die 25 km/h hinaus mehrere Nachteile. Also zum einen ist es so, dass er für jedermann sichtbar ist am Bike. Das zweite ist, dass er nicht überall verbaut werden kann, weil, wie es hier ist, zum Beispiel relativ eng ist, also schwierig, den hinzubauen. Und der größte Nachteil ist, ich habe keine realen Fahrdaten mehr in meinem Fahrradcomputer, weil das Fahrrad ja denkt, es fährt nur die Hälfte oder es fährt nur ein Drittel der Geschwindigkeit.
So. Aus dem Grund haben wir die Dongles gar nicht im Programm, weil wir denken, das macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, weil ich meine Kilometer nicht richtig mittracken kann, weil ich meine Geschwindigkeit nicht sehe. Billige Lösung, aber jetzt auch nicht so richtig cool. Die mittlere Lösung, die es gibt, ist so ein Prinzip, wie es zum Beispiel Polini mit dem Highspeed macht. Das System wird in der Motorelektrik angeklemmt und überbrückt das Signal. So. Aktiviert wird das Ganze mit einem kleinen Magneten und dieser Magnet kann außen am Motor angebracht werden, am Motorgehäuse. Und wenn er weggenommen wird, ist es deaktiviert und wenn er hingeklemmt wird, ist es wieder aktiviert. So funktioniert das Ganze und es werden die Daten quasi in der Elektronik übergeben und in dem Fall aber auch als halbe Geschwindigkeit. Das heißt, gut verstecktes System funktioniert mit der Elektronik, kriegt seinen Strom vom E-Bike, hat aber den Nachteil, dass ich auch keine realen Werte habe. Die Systeme, die unsere Kunden am liebsten kaufen, sind Systeme, wie es zum Beispiel von Speedbox gibt. Das hier ist jetzt eine Speedbox 3.0, B-Tuning sogar. Dieses System wird komplett versteckt in der Motorelektrik angeklemmt. Das sind nur zwei Stecker, die überbrückt werden müssen. Die Stecker sind gleich in der richtigen Farbe, die passen genau auf die Elektrik. Das heißt, das Anstecken alleine ist eine Sache von ein paar Minuten. Der schickt die Fahrerdaten ans Display und die komplette Steuerung von diesem Modul funktioniert einfach übers Display per Knopfdruck. In dem Fall ist es sogar so, dass noch eine Bluetooth-Funktion mit drin ist und ich kann eine App connecten und an der App zum Beispiel kann ich das Tuning verstecken. So funktioniert das. Die sind ein bisschen teurer, liegt so um die 200 Euro. So ein Dongle gibt es schon für unter 100 Euro. Aber mehr Spaß hat man definitiv mit so einem System, das man einfach in der Elektrik mit einbindet. Der große Vorteil von dem Speedbox-Modul ist, dass es reale Werte überträgt. Das heißt, wir haben die kmh, die wir fahren, richtig angezeigt. Wir haben unseren Kilometerstand richtig angezeigt. Und ich kann alle Einstellungen über mein Display vornehmen. Zusammengefasst, sehr günstige Variante der Dongle. Semi-günstige und semi-effektive Variante ist sowas wie das Polini-Modul. Wem das reicht, mit dem Magneten an- und auszuschalten, ist das hier das Richtige. Wer voll integriertes System möchte und über Display steuern möchte, alle Fahrerdaten richtig haben will, die richtigen kmh, Kilometeranzeige, alles funktioniert, Steuerung übers Display, ist mit so einem Tuning-Modul von Speedbox top aufgestellt. Das waren im Grunde genommen die großen Unterschiede von den Tuning-Modulen und wie sie funktionieren. Ich hoffe, ihr habt auch euren Favorit gefunden und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für ein Modul passt denn auf euer Bike und auf euren Motor, weil es gibt natürlich auch Giant, Bose, Barfang und für all die gibt es verschiedene Module, das haben wir euch in einem anderen Video zusammengestellt, das verlinken wir euch hier unten. Ansonsten, mir hat viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ihr seid ein bisschen schlauer geworden und wäre toll, wenn ihr unseren Kanal abonniert und das Video liked. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.